Leben wir noch? Ich meine, wir haben gerade Glasscherben-Sandwiches gegessen. Boah, nee. Mach den Wecker jetzt sofort auf. Stopp! Stopp! Okay, der Alarm geht in 10 Minuten los. Wieso habe ich geschlummert? Ups. Aber ja, gut, dann. Chat, wir können noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Mach die Augen zu. Müssen wir jetzt wirklich echte 10 Minuten warten? Das fände ich lustig. Und Kiesel. Ja. Danke, Zimmerer, für den Follow übrigens. Dankeschön. Ich behalte den. Ich weiß, zu welcher Frau wir zurück müssen. Ich behalte den. Damit kann man bestimmt... Dr. Lomas! Nein? Stell dich tot. So unangenehm. Ey, die ist einfach so unangenehm. Vielleicht beschert sie uns wieder die Freude ihrer Dichtkunst. Immer wieder Vögel zu sehen im Game. Woran liegt das noch? Okay, das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Das ist sehr weit hergeholt, dass es da eine enge, tiefere Bedeutung gibt. Die Schuhe sind sehr sauber, genauso wie die Hose. Also dafür, dass man auf dem Hof lebt, so mit Pferden und so. Oh, glaub mir, die ist gruseliger Frosty. Wo ist die Frau? Warte mal, das ist der Onkel. Warte mal, das heißt... Warte, stopp mal, stopp mal. Das ist der Onkel von unserem Ding. Das heißt, seine Frau... ist die Tante von unserem eigentlichen Typen, den wir spielen. Das heißt, die Frau da gerade eben ist wirklich so creepy. Warum haben wir das Sandwich gegessen? Kann ich ihn ausspucken? Errungenschaft freigeschaltet. Sam. Adam. Nein, Sam. Adam. Mördererin. Adam, ich muss dir was sagen. Ich bin im Keller. Und ich hab gerade...
Ich bin gespannt. Aber an die, die davor schon da waren, glaubt ihr, Faye existiert? Wir spielen es heute durch, klar. Keine Ahnung, wie viele Stunden es dauert, aber klar, kein Thema. 24 Stunden Stream. Ed? Sollen wir anfangen? Also, warum erzählen Sie mir nicht von Ihrer Kindheit? Was wollen Sie denn wissen? Was Sie gespielt haben? Wie weit oben? Das Baumhaus ist wunderschön. War's auch. War? Warum war? Ich habe damit gerechnet und ich bin wirklich glücklich, dass das Spiel so gut ist, wie ich mir dachte. Ich bin wirklich froh. Weil wie gesagt, ich habe Monate darauf gewartet und dann leider wieder vergessen. Das Einzige, was mich stört, der Ladebildschirm ist nicht 60 FPS. Schrecklich, ja. Wie man sowas rausbringen kann, weiß ich bis heute nicht. Okay, ihr Landratten, jetzt haben wir sie entern! Flanagan, mein Haken! Ist nicht deine Kabine, Captain Roberts. Donnerkeil, Flanagan. Ohne mein Haken kann ich das Schiff nicht entern. Ich glaube, der ist noch auf Skull Island, Captain. Den bringst du mir lieber ganz schnell, wenn du nicht als Fischfutter enden willst. Ed, Kumpel, komm mal bitte in mein Büro. Okay, Dad. Flanagan, alle Mann an Deck. Oi, Captain. Gouverneur Miller erwartet mich in einer höchst wichtigen Angelegenheit auf dem Vorderdeck. Ich hasse Kinder. Aber der Flanagan hat's gut gemacht. Kabine von Kapitän Roberts. Arr, wenn ich weiter so Schätze, Relikte und Talismane anhäufe, muss ich bald an Deck nächtigen. Genau deswegen, Awesome. Der Flanagan, den hat er gut gemacht. Deswegen weiß ich nicht. Ich gebe ihm eine Chance, auch wenn es ein Kind in dem Spiel ist. Arr, ich habe genug spanische Dublonen, um mir meine eigene Insel zu kaufen. Nicht so wie Hugo. Amicia! Respekt. Also, die Goldmünzen hat noch nie jemand vor dir so gut erstochen. Der hat echt durch die... Danke, Watson. Durch die Goldmünzen gestochen. Kinder sind klasse, solange man sie um 15 Uhr wieder abgeben kann. Dann hat man sie ja viel zu früh. Danke für den Follow, Carazo. Dankeschön. Ein einzigartiges Stück von Richard Longhand Evans, dem besten Hutmacher auf Skull Island. Moment mal, war mein Haken nicht bei meinem Zeug, als ich in dem Hutladen war? Die Schuhe passen nicht.
sieht ruhig aus für diese Jahres. Wie ich es mir schon gedacht hatte. Da ist ja dieser Süßwassermatrose Longhand Evans. Oh, der wird bestimmt irgendwas mitkriegen. Was echt nicht cool ist. Habe ich Admiral Lorenz aus den Händen gerissen, nachdem ich das Schiff seiner Majestät versenkt hatte. Oh, hei, hei, hei. Ich habe ein bisschen Bammel. Geh zur Seite, getreuer Flanagan. Wir nähern uns dem Mahlstrom am Ende der Welt. Ich bin verwirrt. Aber ich glaube, was wir machen, ist auf jeden Fall erstmal die Einstellung wieder runter. Ich glaube, es läuft trotzdem flüssiger auf hoch. Möchtest du sie verwerfen? Nein. Das heißt, ich möchte sie speichern und dann möchte ich zurückgehen. Weil lieber flüssiger als... Ich meine, man sieht doch fast keinen Unterschied. Flanagan? Ans Ruder! Oder muss ich alles selbst machen? Gehen wir runter. Hä, doch nicht? Okay, ich muss lange drücken. Okay, ist hier noch irgendwas? Ne, wir haben alles. Ja. Oh Gott, Ruckel. Hätten sie es mal für PS5 rausgebracht. Ja, leider. Bräuchte nämlich eine Grafikkarte, eine neue, aber hey. Schwierig momentan, nicht wahr? Was sind Grafikkarten? Hm? Das fragt sich Nvidia auch. Was, Leute brauchen Grafikkarten? Nee. Ist das das? Nee, oder? Vor allem die Frage ist, stimmt das mit der Totgeburt oder ist das wirklich ein Unfall gewesen und wir erinnern uns dran und deswegen haben wir einen irgendwie... Ich will noch nicht zum Vordeck. Ich finde es cool, dass das durchzieht und alles... piratisch nennt. Ja, Tobi, schön. Nur weil du eine 3090 hast oder so. Meine 2070 Super ist keine Superkarte. Ey, lass mich durch. Dann halt 3080. Eine 3080 ist gefühlt wie eine 180.000. Momentan. Wisst ihr, nicht mal eine Niere würde reichen, um eine neue Grafikkarte zu kaufen. Nicht mal eine Niere würde reichen. Müsste ich gleich beide nehmen und es ist blöd. Ich habe keinen 2070 Super, dafür bei 57 aus. Awesome. Nvidia mich sponsern. Aber hat er nicht... Der Halunke, der mir den Haken geklaut hat, ist abgelenkt. Ich muss Vorsicht walten lassen und... Richard Longhand Evans! Du bist der größte Abschaum der Karibik! Hast mich gefunden! Gewiss. Und jetzt? Chat, töten oder nicht töten? Schlaf gut, Alicia, träum es schönes. Aber es ist Flanagan, der mit dem Buckel.
der coolere von beiden. Was frage ich eigentlich? Ich meine, selbst am Anfang, als es um Selbstmord oder Nicht-Selbstmord ging, hieß es töten, sterben. Jetzt holt sich Captain Roberts sein Recht. Ha! Er ist tot. Ihr habt ihn getötet. Ihr habt ihn auf dem Gewissen. Was rätscht der Franklins? Ich habe meine Crew über die ganze Karibik verteilt, um meine Feinde auszubaldowern. Welche Neuigkeiten hast du zu vermelden, Piratenspion Tremelneck? Kein Seemonster in Sicht, seit ihr den Tausendsaugerkraken erledigt habt, Captain Roberts. Woher kenne ich seine Stimme? Auf der anderen Seite des Sees liegt die Franklin Ranch. Da ist es so cool. Wir spielen Schach und Piraten. Ich reite auf Pferden und fahre Trecker. Und es gibt sogar Apfelkuchen. Ich vermisse es. War schon lange nicht mehr da. Selbst die furchterregendsten Piratenschiffe brauchen Rettungsboote, weil jeder mal einen schlechten Tag haben kann. Aus Baldowern, die 70er Jahre haben angerufen, wollen ihren Slang zurück. Aus Baldowern ist so ein schönes Wort. Ich mag solche Wörter. Das sind echt praktische Schilder, wo nicht mal irgendwas draufsteht. Also ich habe ein Gewissen, ihr scheinbar alle nicht. Das sind geschlossene Bierflaschen. Normalerweise würde der doch jetzt das Bier trinken. Ganz ehrlich, ist es nicht so ein Ding, wenn du Alkohol dastehen lässt, dann wollen Kinder es probieren, weil die coolen Erwachsenen trinken das ja? Wir sind ein komisches Kind. Aber das ist okay. Kann ich zur Ranch? Einfach so zu Fuß? Nein, okay. Dann nicht. Sorry. Nie Bier als Kind probiert. Ich schon. Aber gut, das wusste mein Vater. Der hat mich probieren lassen. Halt einen Schluck. Also jetzt nicht eine Bierflasche oder so. Schilder, auf denen nichts draufsteht, fördern die Fantasie. Sind aber auch nicht so hilfreich. Warum ist er so traurig? Warum? Er ist ein absolut trauriges Kind. Nicht anfassen. Er hat gerade seinen einzigen Spielkameraden getötet. Ja, aber er war es selbst, also... Früher war hier mal ein Garten, aber weil Dad so sehr mit seinem Roman beschäftigt war, musste sich Mr. Franklin darum kümmern. Das ist der, der tot ist, ne? Also der Onkel. Ihr wisst, Name ist... Bob. Der hat hier nicht meine PS5, klar ist er traurig. Ja, aber Kinder in meiner Nachbarschaft sind auch keine Konsolenspieler. Wobei es momentan sehr ruhig ist. Ich glaube, die haben endlich Konsolen für sich entdeckt. Endlich machen sie was Sinnvolles aus ihrem Leben. Und schreien nicht einfach nur rum und dotzen Bälle den ganzen Tag hin und her. Endlich machen sie was Sinnvolles.
Ich glaube eher in das Witch, aber hey. Jetzt ist es an der Zeit, ein Heben zu gehen. Ich habe einen Durst weh. Hier war draußen. Bist du da? Kommst du? Ja, Dad. Juicy Blue, Juicy Blue. Den Gewürz. Dem geht's gut, oder? Bleach. Erstmal Bleichmittel trinken. Ich glaube, das ist wichtig. Oh, was ist das? Juicy Blue, Juicy Blue. Ach Mann, nichts mehr da. Wobei, Juicy Blue ist eiskalt am besten, oder? Ich mag die Grafik irgendwie. Die ist irgendwie sympathisch, ich weiß auch nicht. Okay. Erstmal angucken. Salat, Brot, Papiertücher, Suppe, Gemüse, Cerealien, Milch, Kaffee, Huhn und Saft. Was guckt denn der immer so? Hast du Juicy Blue draus gemacht? Ja, klar. Juicy Blue, bitte, bitte. Er macht mir Angst. Mann, hier ist auch nichts mehr. Was soll ich denn jetzt trinken? Wie wär's mit Wasser? Wie wär's mit Wasser? Ganz normales Wasser. Toilettenpapier auf. Ach, Papiertücher reichen. Einfache Schriftsteller. Hm. Okay, wir können, glaube ich, nur Wasser trinken. Finde ich eine blöde Message. Ich hätte jetzt gern bitte Zuckerwasser, ja? Mika, hast du nicht Möbel geworfen und die Blagen haben geplärt? Ja, das kenne ich. Deswegen, ich werde auch irgendwann nächstes Jahr umziehen, sobald es vielleicht dann doch mal klappt. Aber ja, das kenne ich. Das ist nämlich auch der Grund, warum. Und Glückwunsch, dass es bei dir geklappt hat. Und ich hoffe, du hast jetzt bessere Ruhe. Weil, also ich weiß, wie schlimm sowas ist. Das, also, kann halt echt den Wahnsinn treiben. Er war schon in frühen Jahren Säufer. Das suchst du mir jetzt schon an. Hm? Wenn dieses. Vielleicht ist es auch einfach eine Einbildung. Vielleicht bilde ich mir ein, dass ein Haus gebaut wird. Vielleicht ist das imaginär. Es ist ein imaginäres Haus. Und dann irgendwann ziehe ich aus und dann muss ich echt unter der Brücke wohnen. Oh, ich vermisse sie. Und ich bin sicher, Mom vermisst sie auch. Warum liebe ich Großeltern immer so? Die sehen immer so glücklich aus. Ich weiß auch nicht. Menschen antreffe, hab super Glück gehabt. Viel renovieren. Kann ja auch Spaß machen, nicht wahr? In dem Winter ging uns das Feuerholz aus und wir nahmen den Ofen mit rein. Hat Spaß gemacht. Also, nicht so wirklich. Anni, hallo. Alles gut bei dir? Ich hoffe, bei dir ist alles super gut. Streamerinnen treffen sich nie mit irgendjemandem. Das stimmt, das stimmt. Also, mein bester Freund ist mein Controller und so. Sind wir das? Ist das ein Bild von uns? Ich glaube, ja. Und Hallihallo dir. Wieso kann ich in den Hinterhof? Vater, ich komme später, ne? Oh Gott, es ruckelt immer so.
Der schon, hallo, so war das jetzt nicht gemeint. Hä? Da war ich ja gerade. Oder kann ich auch wieder rein? Vater, ich komme jetzt doch. Hallo, Bloss Island. Rukel. Du bist auch Nacht. Dann hast du auch Nachtschicht. Gut, ich habe keine Nachtschicht, aber. Ist er da drin? Nee, das sieht nach mir aus. Ah, nee, das sind meine Eltern. Aber ist doch mein Koffer, komm. Dad hasst es, ständig umzuziehen. Aber wenn sein Buch rauskommt, kündigt er seinen Job in San Francisco und wir können hier bleiben. Stimmt. Aber sind sie ja scheinbar. Es ist cool, erwachsen zu sein, weil dann kann man Motorrad fahren. Aber es ist auch nicht so cool, weil man sich den halben Tag rasieren muss und so. Wenn ich mal erwachsen bin, dann nur für die Sachen, die mir auch wirklich Spaß machen. Redet euch das nur ein, Kinder. Redet euch das nur ein. Chat, was ist mit euch? Lebt meine Mutter noch? Wie sind seine Eltern nochmal gestorben? Mom nervt mich immer damit, okay, dass ich meine Sachen rumliegen lasse. Aber in letzter Zeit lässt sie auch ihre Sachen rumliegen. Ja, danke schön, Onni. Ich hoffe, bei dir ist alles gut, wie gesagt. Und kurzes Hi zurück. Wenn man sich die Beine rasiert vielleicht. Boah, Beine rasieren ist schon anstrengend. Aber das nervt schon auf Dauer. Sind wir ganz ehrlich, das nervt schon. Also. Das ist jetzt mein Zimmer, okay. Piratenspion Yanez de Gomera. Welch gute Neuigkeiten hast du zu vermelden, Piratenspion Yanez de Gomera? Yanez, deine, okay, Feinde fürchten dich und der Friedenberg, Kapitän Robertos. Dankeschön und dir eine angenehme Schicht. Lass dich nicht ärgern. Zimmer meines Vaters, ganz ehrlich. Ich könnte inzwischen auch schon Mutter von so einem Blag sein. Und ganz ehrlich, mein Zimmer sieht auch nicht aus wie ein Erwachsenenzimmer. Bewundern. Damit hat alles angefangen. Davor habe ich Kinderspiele gespielt, Spion und sowas. Na, besser spät als nie. Du bist jetzt echt erwachsen geworden. Wie viele Flaschen rumliegen oder was? Nein, aber so diese typischen Zimmer halt, wo nichts mehr ist. Also, diese typischen sterilen Zimmer. Spion nicht moderner als Pirat. Los Island, der weiß halt nichts. Eines Tages wirst du einen echten Schatz heben, Tante Claire. Ich musste Tante Claire versprechen, sie anzurufen, falls ich mal einen echten Schatz hebe. Sie sagt, ich nerve sie mit meinen Anrufen, aber sie muss immer lachen, also... Der wirkt ja fast wie ein Kind. Ja. Die habe ich seit meinem Rückzug aus der internationalen Spionage kaum noch benutzt. Vielleicht ein andermal. Wenn ich aber jetzt ein Foto machen möchte, nie darf ich machen, was ich will in diesem Spiel. Ich musste sogar mit dieser blöden Kuh da rumknutschen. Pff. Wo ist dieser Junge wieder hin? Er lacht. Er ist glücklich. Dad? Zimmer deines Katers, du bist nur Gast. Ja, das
Das klingt normal. Hey Kumpel, du hast so leise geklopft, dass ich dich kaum gehört habe. Komm, wir sagen Hallo auf unsere Art. Der erinnert mich an irgendwen, der Vater. Weißt du noch den geheimen Handschlag der Piratenbruderschaft? Nichts ist verloren, solange es noch einen Verrückten gibt. Okay, das war nur zum Aufwärmen. Okay. Lass uns das noch einmal versuchen. Ja, ja. Nichts ist verloren, solange es noch einen Verrückten gibt, der darum kämpft. Wieso denn jetzt beide? Die Piratenbruderschaft. Was? Boah, woher soll ich wissen, dass sie plötzlich... Okay. Leid. Beim dritten Mal klappt's dann auch. Aller guten Dinge sind drei. Nichts ist verloren, solange es noch einen Verrückten gibt, der darum kämpft. Die Piratenbruderschaft wird siegreich heimkehren. So langsam werden wir besser. Errungenschaft freigeschaltet, Bruderschaft. Mach das Fenster für mich auf, ja? Ein geheimer Handschlag ist da keine Ausnahme. Die Übung macht den Meister. Mach selber dein Fenster auf. Wie auch immer, wolltest du mir nicht etwas sagen? Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, aber ich... Nun, du hättest dir auch weniger Zeit lassen können. Wie auch immer, darüber wollte ich gar nicht mit dir reden. Wie ist denn dein Morgen so? Produktiver als meiner, hoffe ich. Ich habe meinen Haken wieder, ich habe schon Wasser getrunken, weil wir keinen Juice und Blumen mehr hatten. Ja? Ja, aber ich hatte echt Durst und wollte ein riesiges Glas Juicy Blue trinken. Es war nichts mehr da, also musste ich Wasser trinken. Piraten trinken kein Wasser. Wasser trinken? Die schlimmste aller Zeiten. Ja. Und ich dachte schon, ich bin abend dran, weil ich dieses endlose Kapitel nicht fertig kriege. Aber weißt du was? Sobald ich fertig bin, kaufen wir 20 Liter Juicy Blue. 40. Wow. Ach ja, übrigens... Wenn du den Roman fertig hast, können wir dann wohin fahren? Ja, fang schon mal an zu überlegen, wo du hin willst. Also, was würdest du sagen, wenn wir... Ist Mom vom Einkaufen zurück? Mm-mm. Nun denn. Was meinst du? Könntest du wohl in die Garage gehen und mir... Du weißt schon, bringen? Ich glaube nicht, dass ich weiß, was ein Du weißt schon sein soll. Du weißt genau, was ich meine. Tu doch nicht so. Deine Pornos kannst du selbst holen. Oh, und das Allerwichtigste ist, dass niemand davon jemals erfahren darf. Niemand? Niemand? Niemand. Niemand. Es ist unser Geheimnis. Ein geheimer Piratenbruderschaftspakt? Genau, ein geheimer Pakt der Piratenbruderschaft. Signiert mit Blut. Signiert mit, Tinte. Warte mal. Tinte? Du wirst schon sehen. Tinte. Okay, also was könnte das Symbol der Piratenbruderschaft sein? Marsch am Ende der Welt, die Totenkopfflagge. Zeig doch mal, wie du den Mahlstrom am Ende der Welt machst. Der Mahlstrom am Ende der Welt. Hervorragende Wahl. Packen wir es an. Nein, heilige Bimmerkatz, das ist mein Vater. Genial. Geheimer Pakt? Geheimer Pakt. Also gut dann, Beeilung. Du weißt, was zu tun ist. Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, aber okay.
Dann hole ich halt, du weißt schon. Ich weiß schon. Warte, da war ich noch nicht. Hier gibt's ja nichts. Gar nichts gibt's hier. Oh, hier. Damit habe ich Kontakt zu internationalen Spionen aufgenommen und ihre Codes geknackt. Dann wurde ich älter und wurde Pirat. Ach so, ja klar. Das, also... Wie man es halt kennt, ne? Oh, da ist auch noch was. Ach nee, das ist einfach nur das Foto. Wo ist unser Vorteil bei dem Deal? Ich weiß es noch nicht. Es wird einen geben. Ich meine, wir haben da eine Geisel. Nicht zu malen. Wow. Ja. Ja. Unseren Strudel hatten wir schon immer. So, was will er jetzt haben aus der Garage? Oh Gott. Captain, dieses Ding, nach dem wir suchen. Ich bin mir da nicht so sicher. Was soll das heißen, Flanagan? Warum ist das überhaupt eine Geheimmission? Der Grund, Flanagan, ist auch ein Geheimnis. Oh, natürlich, Captain, aber... Könntet ihr es mir beschreiben? Keine Ahnung, vielleicht so ungefähr? Oh, jetzt fällt's mir wie Schuppen aus den Haaren. Ja, mir auch. Ich weiß, das ist hier in der Garage. Nur wo genau? Das ist die Frage, Flanagan. Der Gouverneur platziert es ständig woanders. Oh, jetzt kapiere ich's. Wobei? Genug gefragt, Flanagan. Fang an zu suchen. Hey, der Flanagan ist cool. Keine Sorge, der ist cool. Stiefel. Nee, Stiefel sind es nicht. Dreimal hochgeworfen, kein einziges Mal aufgefangen. Ja, aber er ist ja cool. Also ich weiß nicht, ich hätte lieber so ein Kind als, weiß ich nicht, so diese Mobber-coolen Kids. Da ist es scheinbar nicht. Werkzeugkasten. Form überprüfen. Passt schon, ne? Ist es nicht eigentlich gefährlich, an einem Werkzeugkasten rumzugucken? Als Kind? Okay. Hier ist nichts. Nevermind, ich nehme es zurück. Falls da was drin wäre, wäre es dann nicht gefährlich. Das meinte ich eigentlich. Das war ein Unfall. Funktioniert? Oh, aua! Er mobbt doch Flanagan und kommandiert ihn ständig. Ja, aber ich bin ja auf Flanagans Seite. Sehr überzeugend, ja. Lernen durch Schmerzen ist auch gut. Mist, hier auch nicht. Da steht, du sollst nicht angrabbeln und du grabbelst einfach. Ich weiß ja nicht, aber... Die tritt leider vielleicht, aber damit kann ich ja auch nichts machen. Aber wofür sollte er... Achso, oh. Entschuldigung. Sag mal, haben wir überhaupt irgendwas? Besitzen wir irgendetwas außer unsere Leitungswasserleitung? Nee, oder?
Chips! Chips! Ja. Wir müssen das Geheimnis wahren. Frau, schneid dich nicht an der Säge, bitte. Mich legst du nicht rein, du Kleiner. Mom. Wo? Hä, das ist nicht unsere Mutter. Das ist nicht unsere Mutter. Unsere Mutter sah ganz anders aus. Unsere Mutter war dunkelhaarig. Chat, ich sehe FPS-Einbrüche. Wir müssen kurz durch, okay? Wir müssen ganz kurz da durch. Es wird bestimmt gleich aufhören. Ich bin immer noch blond. Ist das nicht die Tante? Stimmt, das kann sein. Wir haben es gleich. Bestimmt. Wir haben es. Wir sind durch. Wir sind durch die FPS-Einbrüche. Okay. Nein, das ist mittelblond. Glaub mir. Das ist Beleuchtung und alles. Ich bin eigentlich immer noch sehr hell. Ich hatte gerade 63 FPS. Eddie, was machst du da? Du sollst hier drin doch nicht spielen. Das ist gefährlich. Mein Papa hat gesagt, ich soll da hingehen. Eddie? Ich bring dir etwas Geheimes, weil... Was Geheimes? Ja. Weißt du was? Ich will's gar nicht wissen. Mach, was du willst. Mom. Ach, egal, was du da machst, mach's einfach fertig und komm dann in die Küche, um mir mit den Einkäufen zu helfen, ja? Captain Roberts hätte fast das Vertrauen des Gouverneurs enttäuscht und, was noch schlimmer gewesen wäre, sich Captain Morgan zum Feind gemacht. Eine wertvolle Verbündete, ich muss sie zurückgewinnen, sagte er zu sich selbst. Doch zuerst habe ich eine Mission zu erfüllen und Morgan darf davon nichts erfahren. Was für eine Kackhupe. Also, sie kann machen. Nee, Frosty, die ist schon tot. Vielleicht habe ich sie ja getötet in der Zukunft. Ed, spinnst du? Warum kletterst du da hoch? Du bist doch schon mal runtergefallen. Hey. Alles klar bei dir? Ach Mann, ich wollte bloß unser Geheimnis wahren. Hey Kumpel, darum geht's doch nicht. Es ist halt gefährlich. Sie schmeißt uns das Fenster runter. Du musst auf dich aufpassen. Ich war echt vorsichtig. Ed, du hättest... Warte. Habe ich da das Auto gehört? Ist sie zurück? Hast du mit ihr geredet? Und hast du ihr gesagt, weiß sie davon? Also, ein bisschen. Aber dann doch nicht. Also nein. Die Piratenbruderschaft ist gerettet. Gut. Gut so.
Vielleicht solltest du mal zu ihr gehen. Ich sollte ihr ja bei den Einkäufen helfen. Also, wenn ich's mir recht überlege, ich hab dich noch gar nicht klettern sehen. Willst du mir mal zeigen, wie man runterklettert? Vielleicht kann ich das für mein Buch gebrauchen. Ich habe ihm jetzt Chips geholt, aber ich krieg nichts davon. Hey, hast du Hunger? Ja, weil ich keine Chips bekommen habe. Ich habe voll den Wasserbauch. Ich hatte so einen Durst, dass ich so ein großes Glas Wasser auf Ex getrunken habe. Rocky, es ist fast Weihnachten. So muss das sein. Was gibt's zu essen? Tja, falls dein Dad nichts gekocht hat, das er als Überraschung für später versteckt hat, gegrilltes Gemüse. Wow. Gemüse. Yippie. Aber schlaf gut, Rocky. Spät. Ich hab dein Gesicht gesehen. Träum was Schönes. Es ist vor Weihnachten, da muss ich nicht früher. Kannst du den Rest einräumen, während ich hier schon mal mit dem Kochen anfange? Okay. Okay, mal sehen, ob du noch weißt, wo alles hingehört. Ich mag auch gegrilltes Gemüse, wenn da irgendwas dabei ist. Wieso hing eigentlich der Küchenzettel, der Einkaufszettel, immer noch am Kühlschrank, obwohl sie einkaufen war? Kann mir das jemand erklären, bitte? Zu dem Gemüse gibt es noch Salat. Also ich bin ganz ehrlich, so gekochtes Gemüse und Schnitzel wäre mir lieber. Ein was Gesundes und ein was Ungesundes. Das gegrillte Gemüse ist natürlich das Ungesunde, ne? Salat, Kühlschrank vielleicht? Gleich wird zu Ende und schreibt. Also ganz ehrlich, da steht Salat, Brot, Papiertücher, Suppe, Gemüse, Müsli, Milch, Kaffee, Hähnchen und Saft. Ich weiß nicht. Danke für den vollen Snapshot. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das als normaler Einkauf reicht. Die Suppendose, die kommt doch bestimmt in das Regal. Klar, das reicht. Mhm. Und wo sind meine Chips? Ich will auch Chips. Boah, wehe, das ist kein Juicy Blue. Wo machen die das Brot hin? Auch in... Hä, wo stellen die das Brot hin? Wenn du das jetzt ins Kühlschrank... Wenn du es in den Kühlschrank tust, dann... Verliere ich aber meinen Glauben. Gut. Was machen die? Ich hoffe ich. Gesundheit, Waffelsturm durch. Gesundheit. Oh. Mom, ich habe alles weggeräumt. Kann ich jetzt spielen gehen? Das war ja so schnell wie noch nie. War ja auch ein Großeinkauf. Warte. Errungenschaft Einkäufe. Bist du ganz sicher, dass nichts mehr in der Tasche ist? Oh, wenn ich du wäre, würde ich sie mal nur gekauft. Ist doch eine nette Mutter. Hallo, Caruso. Alles deutet hin auf eine Flasche. Das ist nicht blau. Juicy. Red, mein Favorit. Ich hab doch sogar gelogen. Danke, Mom. Mom? Ja.
ich dich auch, Schatz. Ist nicht deine Schuld. Oh. Mom, du hast dich geschnitten. Deswegen hast du geweint. Oh, da ist was auf dein Bild gekommen. Mit Blut signiert. Soll ich los und... Ist schon gut, Schätzchen. Ich kümmere mich gleich drum. Räum bitte kurz die Sachen zu Ende weg, Süßer, okay? So mutig. Wo ist das Blut? Ich hab doch extra gelogen. Ich hab extra gesagt, das ist mein Favorit und dass ich mich voll freue. Gut, und dir, Caruso? Sollte ich Mom geben, in welchem Bad sie wohl ist. Also das ist jetzt nicht nur ein kleiner Schnitt, würde ich sagen. Mami? Oh, die hat sich nicht selbst aus dem Fenster geschossen. Hat sie nicht, oder? Das wird sie nicht tun. Nein. Hallo, Fodin. Der geht's gut, oder? Mom?